Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Das Wetter ist richtig gut und der Austragungsort dieser Partie ist der Deutsche Bank Park. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Die Werkself von Bayer Leverkusen gehört in der Bundesliga regelmäßig zu den Kandidaten für die vorderen Plätze. Aber für den großen Wurf hat es in der Meisterschaft noch nicht gereicht. Zwischen 1997 und 2011 waren die Leverkusener allerdings fünfmal Vizemeister. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky, Edmond Tapsoba spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's! Mario Götze. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Den Ball kann er klären. Vielleicht jetzt mal Bayer 04. Da ist die Chance. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Ball rollt wieder, Rückstand nun also für die Eintracht. Christopher Lenz. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Da kann er erstmal klären. Kerem Aznodoui. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Oh, Pech! Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Schick. Kerem Aznodoui. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Sie bringen den Ball in die Mitte. Latte, aber der Ball ist noch heiß.
erstmal Gefahr bereinigt. Ballgewinn, gefährliche Position. Nur der Aluminiumtreffer, es hat nicht viel gefehlt und sie hätten den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. Gute Aktion jetzt. Mario Götze, das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Götze am Ball. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Jetzt die Chance. Sichere Parade. Immer noch unentschieden. Und da dürfen Sie sich bei Ihrem Kollegen bedanken. Das war eine super Parade. Schick. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. So. Diaby mit dem Ball. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Sie gehen dazwischen. Aragis. Robert Andrich. Und er geht an ihm vorbei. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Die Eintracht hat erstmal Platz auf außen. Vielleicht die Führung jetzt. Schön geklärt. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Schick. Chance zur Führung. Gut aufgepasst von Trapp. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Robert Andrich. Schick. Ja, mit viel Übersicht. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Und jetzt werden Sie wechseln. Jetzt die Ecke. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Die Ecke kommt rein. Erstmal der Befreiungsschlag. Sie können den Ball erstmal abblocken. Da können Sie klären. Jetzt die Flanke. Er zieht ab. Ganz sichere Parade.
Es gibt einen Wechsel. Ecke kommt ins Zentrum. Den Kratzer von der Linie. Ball bei Leverkusen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Da geht die Fahne hoch, also ach, das würde ich mir gerne in der Wiederholung noch mal anschauen. Leverkusen mit dem Wechsel. Es ist schon ziemlich überzeugend, was Bayer Leverkusen hier in den letzten 10-15 Minuten in Sachen Ballbesitzquote angeboten hat. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können, dann gibt es auch die Führung. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Sie nehmen den Wechsel vor. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Könnte die Führung werden. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können Sie sich befreien? Boré! Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Wir hören es. Die Fans hoffen auf die Führung. Wechsel bei Leverkusen. Ecke in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht weg. Ball ist im Tor, aber die Fahne ist oben, abseits. Richtige Entscheidung, Wolf. Das war abseits. Ah, da lag das Tor wirklich in der Luft. Aber so ganz hat das Timing dann doch nicht gestimmt. Wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Tolles Zuspiel. Götze! Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Paulinho. Diaby mit dem Ball. Leverkusen versucht jetzt mal. Sieht gut aus. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Da stehen sie unter Druck. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Moussa Diaby. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust.
Chance zum Konter jetzt. Götze. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Timmy Chandler. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Mit einem knappen Rückstand für die Gäste gehen wir hier dem Schlusspfiff in diesem Spiel entgegen. Ja, die lassen sich Zeit. Wo bleibt die eine Idee, die hier noch den Ausgleich macht? Oh, da trifft er die Latte. Und jetzt der Schuss. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Drei Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Das war's für heute. Bayer Leverkusen hat dieses Spiel also verloren. Knappe Niederlage in der Liga, also es hat nicht ganz gereicht. Aber ich bin sicher, die werden aus diesem Spiel lernen und stärker wiederkommen. Das ist keine Frage.